Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, eure Zetwisha B und heute verlose ich nur für euch diese One Direction Kalender. Alles was ihr dabei machen müsst, ist dieses Video liken, es allen Freunden zeigen, das Video teilen, mich abonnieren und 5 Euro auf mein PayPal-Konto spenden. Wir sehen uns! Spaß beiseite, es ist ein kleiner verspäteter April-Scherz. Aber apropos April-Scherz. Da wo ich das Video gerade aufnehme, ist Freitag der 1. April. Und was bietet sich da mehr an? Als ein paar Prank Calls. Deswegen habe ich mir gedacht, rufe ich mal ein paar Leute an und überleg mir, wie ich die mal richtig reinlegen kann. Erstens wollen wir die liebe Myra Lyon ein bisschen verarschen. Myra? Hallo? Weißt du, wer. Also, erstmal, wie geht's dir? Ganz gut, okay, warum? Naja, also, ich hatte gestern schon überlegt, das war auch der Grund, warum ich dann gestern so früh aufgegangen bin bei Skype. Wir hatten ja über Timo und so gesprochen und dieses ganze Erwachsenwerden und halt sich von Social Media zu entfernen. Und mit Twitter hatte ich ja sowieso noch nie so am Hut. Aber ich hatte halt irgendwie überlegt, ja, keine Ahnung, YouTube. Ich meine, ich mache jetzt YouTube schon so über ein Jahr und es gibt so Leute, die haben einfach in der Zeit so 50, 60, 500.000 Abonnenten erreicht und ich lungere hier bei meinen knapp 270 Abonnenten rum und ja, keine Ahnung, irgendwie, ich habe das Gefühl, ich erreiche auch kaum Leute da irgendwie. Und ich habe mich gedacht, es einfach sein zu lassen. Ja, aber ich meine, wenn ich... Was, Myra? Ja? Ja, du wolltest gerade irgendwas sagen und dann ist es plötzlich abgebrochen. Achso, ja, ich habe gesagt, aber es ist ja eher so eine Sache für dich, die machst du ja für dich. Und solange es dir Spaß macht, es gibt ja immer Leute... Trotzdem, die dich gucken und die dann enttäuscht werden, wenn du jetzt aufhörst. Ist klar, dass du vielleicht weniger erreichst als andere, aber andere, die werden auch gepusht oder machen viel mehr Werbung, weißt du? Du lässt es ja mehr so auf dich zukommen und guckst halt, wer dir zuguckt und so. Und manche, die das halt richtig wollen, die pushen und pushen und pushen und bauen sich sozusagen ja nichts selber auf. Also ich weiß nicht. Ich meine, es macht dir ja Spaß. Ich meine, wenn es dir jetzt keinen Spaß mehr machen würde, dann musst du wissen, ob du aufhörst. Aber ich meine, solange es dir Spaß wird und du meinst, dass es wichtig ist. Myra? Ja? Du bist ein sehr toller Mensch und ich bedanke mich wirklich für diese aufmunternden Worte. Und danke, dass du mir jetzt neuen Content für mein Video gebracht hast. Schönen 1. April noch. Ich hoffe, dir hat dieser Prank-Anruf gefallen. Ja, ich hab dich auch du lieb. Du bist scheiße. Person Nummer 2. Ich rufe jetzt mal meine Freundin an und sag ihr, dass wir nicht auf unser Konzert gehen können, weil meine Schwester die Karten zerschnitten hat. Ja? Schatz? Was? Schatz, wir haben ein Problem. Hallo? Okay. Ja? Also... Meine Mutter hat mir ja die Festival-Tickets abgenommen, weil sie meinte, die sollen ja nicht in meinem Zimmer rumliegen, weil du ja noch nicht Geburtstag hast. Ja. So, und dann, ich laufe gerade so ganz mal durch die Wohnung, hab gesehen, Sam war am Basteln. Und gehe dann ins Wohnzimmer und plötzlich sehe ich da, sie hat einfach unsere Karte, so eine Karte hat sie zerschnitten. Die andere habe ich dann weggenommen. Sie einfach, also, ich weiß, dass heute der 1. April ist. Kannst du nicht einmal versuchen, links mitzuspielen? Ich weiß, wen wir noch anrufen. Pia, ein Mädchen aus der YouTube-Gruppe. Ihr Kanal Pioch, den verlinke ich in der Videobeschreibung. Hallo. Hey Pia, ich bin Cedric. Ich wollte mal fragen, ob du so gute Ideen hast für ein 1. April-Video oder halt jetzt für Sonntag. Ich mache meine Videos immer sonntags. Ich hatte halt gesehen, du hast all deine Videos auf YouTube deaktiviert. So als kleiner April-Scherz. Probier ich so irgendwie gerade 1. April mit so einem Gummis zu reifen? Nein, wieso? Ich frag dich doch, ich. Nein. Fühl mich danach an. Pia, ich habe das Gespräch eröffnet mit. Ich frag dich, ob du Videoideen hast, weil ich selbst keine habe. Ich meine, ich gerade auch vor, von wegen, ich hätte meine Videos deaktiviert. Ja, hast du doch. Ich bin gerade dabei, ich bin gerade auf meinem Channel, also ich würde das sehen, wenn die deaktiviert werden. Ne? Weil ich muss gerade meine Videos ja steht, habe Arbeit noch zu ändern.
warum, weißt du, ich rufe Leute an. Weißt du, die erste Person fällt komplett darauf rein. Die zweite sagt so, ich weiß, dass heute der 1. April ist. Und du so, willst du mich verarschen? Ich mache gerade meine Videos. Ja, tut mir leid, ich kann auch mal erklären, du musst noch die Beschreibung für später machen. Ich hasse dich, Pia, ich hasse dich. Tut mir leid. Oh, Mayra hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Du bist richtig behindert. Ich habe mich schon gefragt, warum du anonym anrufst. Boah, ich dachte, du meinst das ernst. Chester, du bist ein Scheiß. Hi, ich bin Cedric. Ja, hallo. Und wegen, wir wollten ja morgen Filmabend machen, ne? Herr der Ringe oder so? Wollten wir? Hatten wir doch in der Gruppe drüber gesprochen. Ah, ja, stimmt, aber abends habe ich Zeit, okay, puh. Ja, abends? Ja. Weißt du, ich wollte mich morgen früh um 9 Uhr mit dir treffen und Herr der Ringe anfangen zu schauen, weil da habe ich auch keine Lust zu schlafen oder so. Was? Egal. Auf jeden Fall, ich kann nicht kommen. Okay, und warum rufst du mich dafür an? Weil ich mir meinen Arm gebrochen habe und ich wollte es nicht. Du kannst nicht kommen? Ja, ich kann nicht kommen. Ah, ich habe schon, ich kann kommen. Nein. Oh. Ja, wenn ich kommen könnte, dann. Nee. Ich hatte. So, du weißt ja, ich habe ja so außerordentlich gute Künste, mir den Arm zu brechen. Ja. Und nachdem ich jetzt 2 Jahre lang mir nichts gebrochen habe, dachte ich mir. Ja, ich bin Skateboard gefahren, so ganz normal, so wie immer. Und dann Richtung Schule, ich da. Ich habe richtig schlecht empfangen, Schurik. Ich höre dich gerade nicht. Gib mir mal eine Sprachnummer, wie das passiert ist. Alles okay? Klar. Wollen die mich verarschen? Sie hat schlechten Empfang, die anderen Leute. Also, ich habe einfach zu schlimme Freunde. Also, wie gesagt, ich habe mir den Arm gebrochen beim Skateboardfahren. Und ich bin da zu unserer Schule, da die Straße runter. Und von der Brücke. Und ich dachte mir so, ja klar, kein Problem hier, fährst mal. Und hab auf mein Handy gestarrt und plötzlich war da ein Stein und ich flieg einfach voll auf die Fresse. Und erstmal so, voll kein Problem, weißt du, man spürt es ja nicht direkt. Und ich bin so, ey, alles gut und so. Steig erstmal aufs Skateboard wieder, fahr weiter, hör Musik. Und als ich gestern Abend zu Hause war, ja, keine Ahnung, hat hat mein Arm die ganze Zeit voll weh getan und Computerspielen ging dann auch kaum. Und dann dachte ich mir, okay, gehe ich heute mal zum Arzt. War dann jetzt auch 4 Stunden fast beim Arzt, Wartezeit halt. Und ja, Ellen- und Speichenbruch mal wieder. Wundervoll, nicht wahr? Ach so, und außerdem wollte ich dir sagen, dass heute der 1. April ist und ich dich verarscht habe. Und ich eigentlich einen Telefonprank machen wollte. Und aber dann voll schlechten Empfang hast, hat es jetzt auch nicht so gut geklappt. Dankeschön, das kommt trotzdem ins Video. Und Lara schreibt einfach nur... Boah, ey, und ganz schlimm mit den Finger. Ich überlege, ob ich nochmal ein paar Leute anrufe, die dann aber auch wirklich ans Telefon gehen und wo ich mir was Besseres zum Pranken überlege und vielleicht nicht am 1. April. Aber wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, ciao Leute, bis zum nächsten Mal.